Genau, wir machen noch einen fünften schönen Teller. Dann lasse ich dich Bulgur und rote Linsen in die Mitte setzen. Ja. Das war der falsche. Was ich noch habe, ist zum Beispiel ein gewürfelter Emmentaler. Und ich hätte noch Hähnchenbrust, die würde ich jetzt in deinem Rücken würfeln und anbraten. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann mache ich das da hinten am Herd. Und damit dir aber nicht langweilig wird, Alex, ja, gebe ich dir die Gurke, ja, gebe dir eine rote Zwiebel und die Champignons bereite ich auch mit vor und brate sie an. Ich mag sie immer lieber, wenn sie angebraten sind. Und dann hätten wir noch ein paar Karotten. So, für die Variante mit Fleisch würfel ich jetzt hier Hähnchenbrust und brate die in Rapsöl kross an von allen Seiten. Schmeckt ja warm und kalt genauso gut. Man kann auch das Hähnchen wieder sehr variieren. Man könnte zum Beispiel bei dem Hähnchen vorher eine Marinade machen mit ein bisschen Honig und vielleicht Curry dazu. Würde auch sehr fein schmecken. Und dann hat man auch hier Abwechslung dabei. Alex, bei dir ist alles klar? Alles gut soweit. Das ist ja super. Ich mache dann nach dem Hähnchen gleich noch ein paar Pilze. Auch frische Champignons sind immer gut in der Bowl. Also wie gesagt, im Prinzip kann in die Bowl alles rein, was so im Kühlschrank an Resten noch da ist. Ob es Gemüsereste sind, es kann auch der Reis vom Vortag sein, vom Mittagessen, der noch da ist, oder vom Abendessen. Das kann man in die Bowl alles mitverarbeiten. Salatreste, schön garniert, dann isst das Auge mit und man kriegt Appetit drauf. Und dann hat man ein ganz tolles Essen, auch mal für die Arbeit, für unterwegs oder für nach dem Sport, wenn man eben vielleicht in der Mittagspause Sport macht und dann, ja, einfach was Gutes zu essen sucht. Bett ablegen. Gucken wir mal, ob es schon heiß ist. Dauert noch ein bisschen. Ich gebe das Fleisch meistens ungesalzen in die Pfanne, denn Salz zieht ja Wasser an sich und dann wird es auch nicht so schön knusprig. Also anbraten und danach würzen. Es sei denn, man hat das Fleisch mariniert, dann zieht es einfach durch. Immer noch alles klar hier? Ja, ja. Ich habe mit dem Mülleimer gekämpft. Ja, der hat auch was. Position, die du nicht kennst, oder? Etwas anders, ja. Ja. So, ich gebe mal das Fleisch hier mit rein. Und bis das anbrät. In der Zeit sage ich was zu den Pilzen. Denn bei Champignons wird oft der Fehler gemacht, dass die, kann ich dir auch gleich zeigen, Alex, dass die gewaschen werden oder dass sich Menschen so viel Mühe machen, die gute Haut abzuziehen. Aber das ist nur viel Ärger und also viel Arbeit, muss man sagen. Und im Prinzip nimmt man den Geschmack mit weg. Champignons wachsen in speziellen Reisekellern. Da ist die Luft klimatisiert, da kommt nichts hin, da kommt nichts rein. Und es genügt eigentlich, wenn man die eventuell anhaftende Erde so mit einem Küchenkrepp einfach wegnimmt. Wenn der Anschnitt nicht mehr schön ist, dann kann man den nochmal anschneiden. Aber ansonsten spricht nichts dafür, den Champignon im Ganzen zu waschen und vor allen Dingen auch nicht umzuschälen. Beim Hähnchenfleisch immer gut darauf achten, dass es durchgebraten ist, besonders wenn man es ohne Soße zubereitet, wie hier jetzt nur die Streifen. Denn im Geflügel haben wir ja immer Salmonellen, also es gibt kein keimfreies Geflügel bei uns. Wir sind ja nicht in Amerika, wo es in Chlor getaucht wird nach dem Schlachten. Man hat immer ein bisschen was dran. Die Kunst ist es zu verhindern, dass sich die Salmonellen vermehren und dass man sie bei der Zubereitung abtöten und dann hat man überhaupt keine Probleme damit. Alles klar bei dir, Alex? Ja. Ja. Also hast du es mit den Champignons mitbekommen. Nicht waschen und nicht schälen. Jawohl. Schade um deine Arbeitszeit. So, ich schneide die Champignons in Streifen. Und wenn dann die Hähnchen draußen sind, kommen die Champignons rein.
Jetzt ist das Fleisch ziemlich durchgegart, jetzt übersalze ich und pfeffer ich. Man sieht auch immer gleich, dass es dann anfängt Wasser zu ziehen. Und in der gleichen Pfanne, wie gesagt, werden jetzt dann die Champignons gemacht. Es gibt auch Bowls, wo gegartes Gemüse drinnen ist. Kommt immer darauf an, wie dick ich mein Gemüse schneide. Wir werden dann die Karotten noch mit dem Gemüsehobel raspeln, dass sie fein geraspelt sind, sodass man sie, ohne dass man sie kochen muss, gleich verwenden kann. Ja, Radieschen ist auch was, was jetzt wieder kommt im Frühjahr, was voll reinpasst, dreckig, also alles Mögliche. So, ich gebe die Hähnchenbrust raus und gebe im gleichen Zug hier gleich die Champignons rein. Und lasse die kurz anbraten. Und dann haben wir schon bis auf die Soße unsere Zutaten für die Bowl fertig. Was oben immer oft noch drüber kommt, ist jetzt wie gesagt angerösteter Sesam oder Sonnenblumenkerne. Ich würde Ihnen die Sonnenblumenkerne empfehlen. Die enthalten unheimlich viel Magnesium, 395 Milligramm Magnesium auf 100 Gramm Sonnenblumenkerne. Und Magnesium ist ja was, was immer empfohlen wird für den Sport, um Muskelkrämpfen vorzubeugen. Also auch da ist man mit Sonnenblumenkernen immer gut unterwegs. Sie können es für Salate zum Anreichern nehmen. Man kann aber so Sonnenblumenkerne auch in ganz viele Teige mit reinverpacken und reinverarbeiten. Auch in den Fleischteig beim Burger passen sie gut rein. Machen sie was knackig. So, die Pilze lasse ich jetzt hier noch ein bisschen angehen. Brauchen immer allzu lange. Sind ja gleich durch. Und dann schaue ich mal, was der Alex macht und gebe ihm mal die Fleischbeilage. So, Alex, jetzt gucken wir mal, was mit den Karotten los ist. Man kann sie natürlich so über den Hobel machen wie vorhin, da hat man grobe Stifte, ist für manche ein bisschen hart zu beißen, vielleicht bei den Karotten. Ja. Darum mache ich die gern, wenn ich sie nicht blanchieren möchte. Das ist die feine Kartoffelreibe, die nehmen wir nicht. Ich mag dann diese hier. Okay. Und dazu ist, ich habe sie ja schon geschält, aber das hinten schneiden wir bitte nicht ab, weil da kannst du deine Karotte dran festhalten. Gut. Wichtig ist bei der Vierkantreibe, dass du nicht hochkant gehst, sondern dass quer zur Reibe kommt. Gut. Dann hast du nämlich so lange wie möglich dran zu rauchen. Gut, machen wir gerade zu. Genau. Ich mache in der Zwischenzeit noch ein paar Paprika. Gemüsebrett, die Pilze haben wir dann, Fleisch haben wir dann. Und dann müssen wir nur noch unsere Soßen schütteln und dann sind wir gut aufgestellt heute. Also ich muss sagen, du hast das hervorragend angerichtet hier. Hast das Prinzip der Bowl vollkommen verstanden? Am schönsten fällt mir trotzdem in der eckigen Box. Bitte? Ja. Naja, ist für dich am praktischsten auch zum Mitnehmen auf Arbeit, ne? Das ist richtig, ja. Wie ist das? Isst du auf Arbeit oder gehst du in Neustadt aus? Ganz unterschiedlich. Also manchen Mittag, wenn eine bekannte Zeit hat oder jemand in seiner Mittagspause hat, meistens mit der Schwester oder so, dann macht man es natürlich vor Ort. Sonst hole ich mir mal was vom Metzger oder irgendwas von der Arbeit. Okay. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Also ich warte auf deinen nächsten Post. Alex Müller postet seine erste selbst mitgebrachte Bowl auf Arbeit. Das würde ich tatsächlich machen. Das wäre total cool. Aber du siehst ja, es ist wirklich... Also ich habe jetzt nicht viel Vorarbeit geleistet, oder? Nee. Ich habe jetzt... Und wie schnell der Couscous zerkleinert war oder fertig war, hast du auch gesehen, ne? Ja. Wie schnell das geht. Und da kommt, also da kommt wahnsinnig viel unten wahnsinnig raus, viel oder? Raus, ja. Das finde ich... Also wir machen das auch beim Ernährungsführerschein so, dass wir die Karotten für den Nudelsalat so machen. Und da sind die Kinder auch immer ganz weg, wenn man da die Zirkantreibe hochhebt, was sie dann alles geschafft haben. Da sind sie richtig stolz. So, ich denke, unsere Gäste heute, die werden alle ein bisschen Fleisch wollen, ne? Ich gehe davon aus. Ich glaube nicht, dass jemand Vegetarier ist. Aber wie gesagt, du kannst diese Bowl ja jederzeit auch vegetarisch machen. Man könnte noch mal ein bisschen... Ja, ich glaube, den Emmentaler hast du verteilt. Ja, auch ein paar.
kann auch noch ein bisschen Mozzarella drauf tun. Du kannst die also ganz variieren, wie du möchtest. Mit den Pilzen haben wir auch noch mal leicht verdauliches Eiweiß. Hole ich auch gleich noch einen Verteilchen. Stehe ich im Weg. Ups. Soll hier schön angerichtet sein und nicht drüber gesteuert sein. Soll ich mir extra Mühe geben? Du hast dich bemüht. Ich hau da die Pilze einfach wild drauf. So geht das gar nicht. Kommen wir wieder zu der bewährten Methode des Dressing-Machens. Ich habe jetzt hier einen Rotweinessig. Ich habe einen Apfelessig. Ich habe natürlich unser heimisches Rapsöl. Ich habe Olivenöl. Es kann jedes Dressing anders schmecken. Ich habe Salz, Pfeffer, Senf. Was ich immer dazu brauche zum Dressing ist Zucker. Denn ich finde sauer, ja, es geht überhaupt nicht. Sauer und bitter oft, das geht überhaupt nicht. Man braucht zum Abrunden, das ist mein Salzfass, immer ein bisschen Zucker. Und wir machen jetzt einfach mal die verschiedensten Dressings hier rein. Also, du kannst mal da dein Schlauchglück versuchen oder dein Shake-Glück versuchen. Gut. Versuch's mal da drin. Wie viel wollen wir machen? Zwei verschiedene? Ja, machen wir zwei verschiedene. Darf ich einfach mal drauf loswurschteln, wie ich meinen. Du kannst drauf loswurschteln. Dressing immer mache. Das kannst du machen. Brauchst du auch Zucker? Ja. Mit viel Salz? Kann ich nicht verraten. Ich schau weg. Ich schau weg, die Josephine schaut zu. Gut. Danke. Magst du Olivenöl oder Rapsöl? Lieber Rapsöl. Dann nimmst du das Rapsöl. Dann mache ich eins mit Olivenöl. Gut. Ja, muss schon noch ein bisschen rein, glaube ich. Ich habe mir jetzt auch gerade vorgestellt, so Feigensenf, das wird bestimmt auch interessant. Hast du mal das einen daheim? Ja, möchtest du? Dann soll ich bei mir zum Rotwein esse ich einen Feigensenf mit rein. Ja, mach du das. Also selbst da macht es doch, ist doch wie in der Hexenküche, oder? Das stimmt. Wie beim Experimentieren, das macht uns doch richtig Spaß. So, ich mach einen Löffel von dem Feigensenf mit rein. Und dann braucht man natürlich auch immer noch ein bisschen Wasser rein. Ja. Gute Idee. Pfeffer? Hast du früher Bioleck angeguckt? Ja. Bioleck kocht mit der großen Pfeffermühle? Ja. Aber wichtiger war die Rotweinflasche dazu. Aber hat sich viele Jahre im Fernsehen gehalten. Ja. Wir müssen sagen, um wieder zum Thema zu kommen, von dem Rotwein, ist natürlich schlecht, Alkohol und Sport, das mindert einfach die Leistungsfähigkeit. Und beim Sport schwitzt man ja und muss dieses Wasser dann hinterher wieder ersetzen im Körper. Und da ist es einfach wichtig, dass man das richtige Getränk aussucht. Generell sollte man Wasser oder ungesüßten Tee trinken, denn man bringt die Flüssigkeit in den Körper und hat aber keine unnützen Kalorien, keine leeren Kalorien, die einen nur dick und träge machen. Nach dem Sport, wenn man geschwitzt hat, sollte man die Reserven wieder auffüllen und da braucht man eben auch das, was man mit dem Schweiß verloren hat, Kalium, Kochsalz, Zink, alles was so verloren geht und da ist ein alkoholfreies Hefeweizen hervorragend geeignet dafür. Auch ein Apfelsaftschorle mit einem, immer mit ein bisschen am Salz dazu, weil man wirklich einen hohen Kochsalzverlust hat auch. Aufpassen, wenn man zu wenig trinkt, das Blut wird dicker, die Flüssigkeit im Blut wird weniger und dadurch können unsere Muskeln auch nicht mehr gut versorgt werden. Darum ist wichtig, dass man je nach Sportart weiß, mache ich eine Ausdauersportart, dann muss ich auch während dieser Sportart mir immer genug Getränke zuführen, um sie genug zu trinken. Bei einer Kraftsportart, wo ich nur kurzfristig, ist es nicht nötig, dass ich zwischendrin trinke. Und auch beim Trinken aufpassen, vom Intervall her, wie verträgt sich das mit meinem Sport? Na, ist es gut, wenn ich vorher 2 Liter trinke und versuche dann Höchstleistungen zu bringen? Das sind einfach nochmal große Unterschiede. Fazit heute, Alex, von unserem gemeinsamen Kochtag. Die 10 Regeln der DGE. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, was es besagt?
Ja, man soll 5 Obst oder Gemüse am Tag essen. Super. Vollkorn bevorzugen. Jawohl. Ausreichend trinken. Ja. Hülsenfrüchte als Eiweißlieferanten einsetzen. Ja. Fleisch eher mäßig. Bei den Fetten auf wertvolle Fette achten, wie wir jetzt gemacht haben, Rapsöl oder Olivenöl, wo die Fettsäurenzusammensetzung einfach passt. Nochmal gute Ergänzungen, apropos Ergänzungen. Meine Sonnenblumenkerne fehlen mir noch, die oben drauf kommen. Ergänzen durch Nüsse und Körner und sich auch ausreichend Zeit für die Regeneration nehmen, Zeit zum Essen. Das werden wir jetzt dann machen. Wir freuen uns, wenn unsere Gäste hinter der Kamera und neben der Kamera dann mit uns genießen werden. Und wir geben es noch nicht drüber. Möchtest du schon drüber geben? Nee, wir warten noch ein bisschen. Na, weil sonst ist es ja. Und dann darf sich jeder raussuchen, was Dann für darf Dressing er jeder sich das probieren mal möchte. probieren. Und ich such meine. Nein, ich finde sie nicht. Meine Körner ist jetzt egal. Wir haben sie ja schon in den Müsli-Riegeln drinnen heute. Also wie gesagt, gute Ergänzung für so eine Bowl sind immer noch Nüsse oder Körner, die das einfach noch mit wertvollen Ölen auch bereichern. Und das ist doch die ideale Box für dich für die Arbeit, oder? Jawohl, schaut gut aus. Schaut tatsächlich aus, weil ich es auch essen. Und jetzt sind wir einfach mal wieder so, jetzt nehmen wir noch den frischen Bärlauch zur Zierde, damit es nochmal farblich besser aussieht. Jawohl, jetzt dann alle Farben vertreten. Und dann. Aber schau, ich habe auch schon den ersten kleinen süßen Schnittlauch finden können heute im Garten. Erstaunlich, die Natur kommt wieder. Ja, das Ende der Frohn ist heute Nacht. Und wer Anregungen braucht zur Kräuteranzucht, auch letztes Jahr haben wir schon ein schönes Video zur Anlegen eines Kräuterbeetes gemacht, kann sich da auch nochmal ja, ein paar Anregungen, Tipps und Rezepte holen, wie die Kräuter am besten eingesetzt werden können. Ups. Holen wir da ein schönes Bärlauchblättchen noch. Und jetzt, Alex, präsentier mir unsere tolle Bowl. Jawohl, schaut einwandfrei Ist aus. doch jeder eine, Liebe. Gut. Und wir wünschen Wünschen einen guten guten Appetit. Appetit. Oh, wow.